Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Wir kehren zu dem HTML-Text zurück. Da fehlen uns noch einige ganz wichtige und die möchte ich euch in den nächsten Folgen zeigen, unter anderem auch Tabellen und Listen. Wir fangen aber mit einem relativ schlichten, aber manchmal äußerst nützlichen Tag an. Und das ist der Tag Pre und damit kann ich Text formatieren, ohne so viele Einrückungen und viele Untertexte machen zu müssen. Ich zeige euch das einfach mal. Das ist für Gedichte zum Beispiel ganz sinnvoll. Also, und ich habe mir hier nochmal einen ganz neuen Internetseite, eine ganz leere erstellt und da gebe ich jetzt einfach den Befehl pre mal ein. Und um das zu demonstrieren, habe ich ein Gedicht von Friederike Mayröcker, einer österreichischen Dichterin, genommen. Die Ägäis, Wind, Sand, Blau heißt dieses Gedicht. So. So. Und dann kommt gleich schon eine erste Einrückung. Die sitzt im Buch ungefähr am Ende von dem Titel. Und jetzt seht ihr schon, rückt er den Cursor nicht ganz zurück. Ich habe mich jetzt übrigens nicht vertippt. Das ist so eine typische Sache von Friederike Mayröcker, dass sie das SZ oder Buckel S, wie man dazu in der Grundschule auch sagt, durch tatsächlich ein S und ein Z ersetzt. So, und dann gibt es hier so eine weitere Einrückung. So ganz genau wird man es nicht hinkriegen, weil er eben dann tatsächlich die Leerzeichen nimmt und dann kommt man nicht immer so ganz dorthin, wo das im Buch drin steht, aber gut, okay. Also das Gedicht geht jetzt noch anderthalb Seiten weiter. Das zeige ich euch jetzt nicht, wie ich das abtippe. Ich möchte euch nur zeigen, dass der hier das, was ich hier eingetippt habe, auch genauso auf den Bildschirm bringt. Und das würde er nicht machen. Der würde die Leerzeichen alle rauslöschen, wenn ich das nicht innerhalb eines Textes, eines Tags pre hineinsetzen würde. Ja, das ist also. Für Dichter ist das, glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache. Manchmal eben aber auch für den Fließtext, den man hat. So. Und ja, jetzt habe ich natürlich die Internetseite habe ich schon ausprobiert. So, upsala, und was macht der mir da? Das sollte jetzt so nicht sein. Das ist eben anders gelaufen. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen rumgucken, warum das jetzt nicht so läuft, wie ich das haben will. Denn so, jetzt hat das. Ich habe das mit Tabs gemacht, dummerweise. Das sollte man nicht tun. Also mit einem Tabulator. Und man muss das eben tatsächlich mit Leerzeichen machen. Deshalb hat er mir das jetzt so komisch angezeigt. Gut. Gut, also Leerzeichen nehmen, nicht Tabulatoren. Sonst sieht es eben tatsächlich anders aus. Gut. So, und jetzt sieht es eben tatsächlich aus, wie wir das eingegeben haben. Gut, dazu ist der Befehl oder der Tag pre zuständig. Eine ganz sinnvolle Sache, wird man nicht häufig verwenden, es sei denn, ihr seid wirklich oder wollt wirklich eine Seite mit Lyrik erstellen, dann erinnert euch bitte an dieses Tag. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch, wie man Zitate markiert.